Also ich hatte den Eindruck, dass der Bundespräsident sehr überrascht war, mit wie viel Optimismus und mit wie viel Engagement die Akteure im Immendal und im Netzwerk Hochfeld für die Familien, für die Kinder und Jugendlichen in Duisburg arbeiten. Er hat auch deutlich zugegeben, dass er total überrascht war, total erfreut war. Und das hat man ihm angemerkt, das war nicht gespielt, sondern das war ganz ehrlich seine Meinung. Er hat uns ausdrücklich gelobt, auch dafür, dass wir nicht nur die Sonnenseiten dargestellt haben, sondern realistisch aufgeführt haben, wo die Probleme liegen, aber auch, wo unsere Potenziale liegen, nämlich unsere Potenziale liegen in unserer Netzwerkarbeit und in unserem Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien. Und man hat es gerade in seiner Rede gehört, das hat ihn nachhaltig beeindruckt und das freut mich sehr. Wir haben dann schließlich noch Streetworker getroffen, ein paar Jugendliche, die durch deren Arbeit gut in die Spur gekommen sind. Also, alles in allem, obwohl ich nicht in Westfalen war, fühle ich mich total angekommen. Und sage, wie schön das ist, dass ich auch dort, wo ich niemals gelebt habe, Menschen gefunden habe, die zu mir passen, als wäre ich verwandt mit ihnen. Wir gemeinsam sind Bürger dieses Landes in all seinen Problemen, die es jetzt hat, in Europa oder hier vor Ort, in einer kritischen Situation. Und all das wollen wir nicht vergessen. All das können wir gestalten. Ich will mal zum Schluss kommen und mal erinnern an einen Satz, den ich früher einmal gesagt habe. Das war 10 Jahre nach dem Mauerfall. Ich durfte im Deutschen Bundestag reden und alle möglichen wichtigen Leute waren da und irgendwann fehlte ein Redner aus dem Osten und das Volk war ja auch dabei, 89, also durfte ich das. Und in dieser Rede habe ich einen Satz gesagt, der manchem Nordrhein-Westfalen schwer auf der Seele liegt. Ich kann nicht anders als bei meinem ersten offiziellen Besuch an diesen Satz erinnern. Er lautete, ich sprach über Osten, 89, die friedliche Revolution. Den Aufstand der Menschen für Freiheit und Demokratie. Damals sagte ich da, 10 Jahre später im Deutschen Bundestag, damals träumten wir im Osten vom Paradies, aber wir wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Genau. Und dieses Rohr, ne, das erschien mir dann erklärungsbedürftig. Ich musste bestimmt 2-mal mit Johannes Rau darüber sprechen. Einmal im Schloss Bellevue, als er Präsident war. Und es gelang mir, ihn zu überzeugen. Denn der Satz war gar nicht in Richtung Nordrhein-Westfalen gesprochen, sondern in Richtung des östlichen Teils Deutschlands. Den Landsleuten dort wollte ich einfach sagen, Leute, aufwachen. Wenn man erwachsen wird, dann begreift man irgendwann, dass dort draußen in der politischen Welt, in der wir leben, Paradies nicht existiert. Es kann gar nicht existieren, weil wir sind nicht die paradiesischen Wesen. Engelsgleich und schuldlos, sondern wir sind Menschen mit unseren Macken, Prägungen und Fehlern. Wir können Vollkommenheit nicht. Und deshalb waren all die, die davon geträumt haben, wenn wir die Freiheit hätten, dann sind wir irgendwie erlöst. Die waren auf dem Holzweg. Plötzlich begreifen sie, wenn man es dann so erklärt, dass ich ihnen sagen wollte, Leute, guckt mal in eine Region, die schwere Probleme hat, die einst super reich war. Und jetzt über viele Jahre schwerste Strukturprobleme gemeistert hat. Es ist alles andere als das Paradies, aber es ist ein total guter Platz zum Leben. Zum Leben, wie Leben eben ist, wie Menschen sind. Und so gesehen hoffe ich nun, dass Sie nicht mehr oh sagen, wenn Sie diesen Satz nochmal von mir hören, sondern es ist eigentlich eine Erklärung, die zeigt, ich möchte mit der Wirklichkeit, wie sie ist, verbunden sein. Heute habe ich lernen dürfen erneut, dass dort, wo Probleme gibt, nicht nur, wo es Probleme gibt, nicht nur die Klage herrscht, sondern die Freude an Gestaltung, die Freude am Miteinander, die Freude daran, dass wir nur miteinander Zukunft gestalten können. Die Beispiele, die ich davon gesehen habe heute, könnte ich durch andere ergänzen. Das muss ich mir für später aufheben. Also, merken, jetzt bin ich ja schwer daran, Ihnen eine Predigt zu halten, weil es nämlich was ganz Verbindendes ist, was das religiöse Wissen und der religiöse Glaube und die ganz Welt, der ganz weltliche Gestaltungswille miteinander verbindet.
Beides weiß vom Wert des Menschen. Und beide Arten von Wissen und Daseinsvergewisserung weiß davon, dass wir einander wirklich verlieren, wenn wir uns nicht mehr sehen, nicht mehr füreinander interessieren, nicht mehr füreinander denken, nicht mehr füreinander arbeiten. Und Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, und Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie als ehrenamtlich aktiv sind, danke ich für das Geschenk, das Sie mir gemacht haben, indem ich Ihnen begegnen durfte.